Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Wie ihr seht, ich habe nur noch 106 Dollar. Und ja, mir fehlt sogar noch hier einiges. Da fehlt das Brot noch. Hier fehlt das Brot noch. Oh Gott, hier fehlt ja auch noch was. Oh Gott, die Eier. Das heißt, da können wir gleich nochmal. Oh, der Zucker. Okay, ich denke mal, wir müssen erstmal. Können wir das noch leisten? Nö. Okay, nein, hör doch mal auf. So, dann würde ich sagen, wir machen den Laden ab, dass wir ein bisschen Kohle reinkriegen hier. Ja, und dann schauen wir mal, was wir heute hier noch so reißen können. Hm, Regale sind soweit alle voll. Und nun kommt mal, Jungs und Mädels. Oh, hallo, kommen Sie rein. Hallo, das nächste Mal gehen Sie bitte anders lang. Ich mag das nicht, wenn sie so dicht an mir vorbei latschen. Ja, dieses Buch ist sehr schön. Das ist ein Bestseller. So, hier brauchen wir fast alles. Meine Güte. Ja, aber Süßigkeit. Oha, die haben ja abgenommen. Letztens habe ich noch gar nicht reingekriegt. Und jetzt ist hier, ich will mal sagen, so gut wie leer. War ja gar nichts, junger Mann. Ja. Na, Bernd, wie geht's dir? Alles klar? Steh mal gerade, Mensch. Das ist nicht gut fürs Kreuz. Wie viel brauche ich jetzt insgesamt? 383. Erstmal für die Bestellung. Alkohol haben wir auch bald nichts mehr. Oh, Milch. Einmal wenigstens. Zack. Bevor das weg ist. So, schnell mal gucken hier. Hier brauchen wir einmal. Eins, zwei, drei. Wenigstens erstmal. Was Grobe wenigstens erstmal. So. Warte mal, die Milch hatte ich. Die Milch ist auch ganz wichtig. Der Alkohol ist auch ganz wichtig. Ja, natürlich Quatsch, was ich hier erzähle. Jetzt weiß ich, warum ich manchmal so viel kaufe. Manchmal, wenn er es nur einmal Piep macht. Was? Wenn es nur einmal Piep macht, das ist manchmal trotzdem zweimal angeklickt. Wenn ich jetzt ganz schnell FF drücke. Hm. Waren die Klorollen soweit alle schon? Naja. So, hier haben wir zwei, hier haben wir zwei, da haben wir zwei, da haben wir zwei, da sind zwei, zwei, hier haben wir bloß ein. Milch haben wir voll. Ja, hier hatte ich, glaube ich, alles durchgeguckt. Na, hier werde ich lieber nicht bestellen, sonst stellen sie dann wieder woanders hin. Na, einmal kann ich hier ruhig. Oh, hier, Nudeln. Oh Gott, das war nach Zeiten, war, als wir die Nudeln zum ersten. War das nicht fast das erste Jahr, ne? Hm, ich glaube. Hier brauchen wir nicht. Hier brauchen wir.
Na komm, hier können wir ruhig einmal mitbestellen. Hier ist alles voll. Da kaufe ich lieber nichts, aber hier kann ich. Oh. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel. Machen wir lieber einmal weniger. Wenn die Bücher nachher wieder hier rumliegen. So, ich denke mal, schon wieder leer. Was ist denn hier los? Die kaufen ja wie die Bekloppten. Ich glaube, ich muss demnächst mein Lagersystem mal hier ein bisschen umfunktionieren. Zum Beispiel das hier. Ne, das ist einfach zu wenig. Da muss ich unbedingt irgendwie regalmäßig ein bisschen was ummodeln. Wir kommen nicht aus diesen 1000 da raus, ne? Waren die Eier auch schon wieder? Oh, George. Ich danke dir, dass du daran gedacht hast. Und wieder 1200 bloß. Sehr geil. Wir kommen nicht. Ne? Also heute ist ein Minusgeschäft hier. Aber ich bin nur am Bestellen heute hier. War das jetzt richtig mit 4? Weiß ich das gar nicht. Volle Kassen, ich weiß. Okay, ich werde mal mitkassieren. Hallo, der Herr. So, dann gib mir her die Karte. 220,74. Danke sehr, der Herr. Gib mir her das Geld hier. So, 1, 2, 3. Danke sehr, der Herr. $247. Das sieht sehr gut aus. So, 50, 60, 62. Danke sehr. Und Menschen, gib mir hier. 121,62. Danke sehr. Sie schulden mir noch einen Cent. Aber ich schenke Ihnen den. So, einmal Karte. $80,87. Danke sehr. $107,04. Danke sehr. $133,20. Danke sehr. Da geht da hinten schon wieder einer rum. Sie könnte nach Hause gehen, wenn Sie woanders einkaufen. Wir arbeiten schon uns hier den Hals aus der Zunge, wollte ich gerade sagen. Die Zunge aus dem Hals. So, 46,46. Das ist ja eine schöne Zahl. Und die Pedikarte. 196,66. Danke sehr. 84,91. Danke sehr. So, Sie bekommen zurück 77 Cent. Ein zurück. Danke sehr. Wie ist denn das, wenn ich die ganze Zeit auf 1 Cent klicke?
96, ja, ich sollte auch 96 eintippen, ne, wenn ich das schon sage. 96, 70. Danke sehr. $3. 1, 2, 3. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? 43, 96. $3,76. Das ist bei 10.000 sind wir schon wieder. Das ist hier schon alles voll. Ein paar Kartoffeln könnten noch. Hier ist auch alles voll. Über die Bücher werde ich mich freuen, aber erstmal muss ich sie malen. Wie gesagt, ich habe erst ein Buch fertig. Und zwar, was war das hier für ein Buch? Ich guck mal ganz schnell. Warte mal, hier Lizenzen. Und zwar dieses Obst, Gemüse und Co. Da muss ich noch 1, 2, 3, 4. Oh, noch 5 Bücher muss ich noch malen. Muss ich mal gucken, ob ich da was Schönes finde. So, wir sind bei $11.000. Guti, den rechne ich mal ab. Ist keiner mehr da, ne? Nö. 173. Zweimal zu teuer. Aber wir haben 7.000 plus gemacht, trotz des ganzen Einkaufens. Das finde ich sehr schön. So, ich lasse die Jungs mal noch ein bisschen einräumen. Ich werde mal nochmal ganz in Ruhe. 1, 2, 3. Hier einmal. So, da wo rot ist, werde ich lieber nichts bestellen. Das geht bloß wieder in die Hose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, bin ich voll. Erstmal nix. Hier brauche ich auch nix. Hier die Eier. Junge, 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 Junge. Also Eier werden hier wohl gegessen. Das ist ja die wahre Freude. Machen wir gleich zweimal. Okay, hier brauchen wir 3. Hier brauchen wir mindestens 1 für da. Kartoffeln. Einmal. Oh, der Kühe wieder nachgelassen. Und schon wieder sind $2.300 weg. Junge, 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 Junge. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, ich bin mal überlegen, ob ich das mit dem Regal alleine mache oder ob ich euch daran teilhaben lassen. Oder vielleicht nehme ich es auch auf und mache es im Zeitraffer. Das muss ich mir überlegen. Aber ich glaube, im Zeitraffer, das wird ganz schön auf die Augen gehen. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier schon andauernd schnell laufe und mich schnell bewege, habe ich immer schon das Gefühl, dass das ein bisschen auf die Augen geht. Und wenn das dann auch ein Zeitraffer ist, so, hier noch zweimal, hier einmal. Oha, Tierfutter wurde wieder viel gekauft. Meine Bücher auch. Oha, wieder $3.800 weg. Und 2, hier ist einer bloß.
Ach Mist, der ist voll. Warte mal, habe ich jetzt bestellt eigentlich? Ja, ne? Ja. Gut, da sind zwei, da sind zwei. Hier ist eine. Aber Bier brauche ich nicht. Was werden sie eh nicht zurückbringen? Siehst du, sag ich doch. So, ich denke mal. Dass ich durch bin, ne? Mit allen Bestellen. Habe ich gleiche? Jupp, habe ich. Nee, halt, hier war das. Und dann bin ich hier auch mit durch. Guck mal, hier schon wieder jetzt einmal. Kartoffeln auch zweimal. Hier ist auch noch wieder leer geräumt. Brot hier auch einmal. Na, da werde ich keinen Kaffee bestellen. So, hier vorne noch einmal kurz. Zweimal rot, zweimal blau, dreimal das braune Mehl, sag ich mal jetzt, braun, ne? Und einmal da oben noch die Hähnchen. Guti. Denke mal, dann haben wir alles. Sind wir wieder bloß bei $2000. Kartoffeln sind auch voll hier hinten. Ja. Eins, zwei. Warte mal, wir haben eins, zwei, drei, vier. Ja, mit den Fächern. Ach. Ich meine, eigentlich ne, mit den Fünfern ist ja so nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, das ist hier zum Beispiel. Würden überall die Deckel oben durchgucken. Das würde so hässlich aussehen. So, dann müssen wir nochmal gucken wegen dem Regal. Wir müssen das hier irgendwie ändern. Nehme ich die mal hier raus. Dann nehme ich das hier weg. Dann nehme ich ein Paket und stelle das hier mit hin. Vielleicht zweimal natürlich. So, mit dem mache ich genau das gleiche. Das kommt denn, ne, wir haben ja genug Platz theoretisch, ne? Wir haben ja, wir wollten sowieso mal umräumen dann irgendwann. So, dann würde ich nämlich sagen, ich nehme die hier raus, stopp die hier rein. Nimm die Dinge hier weg. Muss ich mal ran hier, so. Zack, zack. Supi. Oh, jetzt hab ich mit meinem Finger wieder auf die Brille geklappt. Mann, ey. Nö, so sieht das besser aus. Obwohl, vielleicht hätte ich die da oben hin machen sollen, hätte ich die Flasche da. Dann hätten wir alle drei Flaschen von dem auseinander, aber ist auch egal. Ne? Gut, ich werde mal meine Kasse auch machen, bevor das hier zu voll wird.
Der scheint wohl ein bisschen zu schwitzen da. Hallo daher. $75,40. Danke sehr und beenden Sie und bald wieder. Hallo. Die Katze hat Hunger, ja? Oder die, ist das ihr Ernst hier mit diesem riesigen Schein hier? Ach Quatsch. 90. 96. 97. Danke sehr. Danke sehr. Das war ein gerade ein bisschen, ne, durcheinander. 56. Danke sehr, beenden Sie uns bald wieder. $184,95. Hallo der Herr, Sie können Ihre Sonnenbrille ruhig abnehmen. Das ist, finde ich unhöflich. In einem Laden mit Sonnenbrille. Boah, das hasse ich wie die Pest. Wenn Motorradfahrer im, ich weiß, das ist bestimmt schwer, immer diese Helme hoch und runter. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aufzusetzen und so, ne? Ja, trotzdem, ich finde das so, weiß ich nicht, unhöflich, wenn man im Laden kommt, tanke oder so. Dann hat man einen Helm auf oder Sonnenbrille auf der Schnauze oder ein Telefon am Ohr. Eine Sonnenbrille auf der Schnauze, was erzählt der für Quatsch? Fotoglubschen, meine ich. Oder man telefoniert an der Kasse. Oh, furchtbar, ey. Weiß ich nicht. Da habe ich schon mal jemanden zusammengefurzt an der Kasse. Zum Telefonieren hat nur eine Hand zum Einpacken. Die Schlange wurde immer länger und die Alte telefoniert erstmal schön an der Kasse, ey. Ja, schau mal nicht an. Hab ich auch gesagt. Können Sie nicht erstmal kassieren und dann telefonieren? Sie halten hier den ganzen Verkehr auf. Also ehrlich, Mann, ne? Also seid mal ehrlich, ne? Das ist, ne? Dann fing sie an, das Telefon erst dann hinter ihr Ohr zu klemmen, damit sie Geld für die Kasse rausholen kann. Also unmöglich, ey. Dann waren das bloß so eine Privatgespräche, wisst ihr? Also noch nicht mal. Ich sag mal, wenn er jetzt ein Chef gewesen wäre oder so, ne, wegen Auftrag und so, ne, oder, ne, keine Ahnung, das mag ich alles mal einsehen irgendwo, obwohl sie das auch nicht gehört, meine ich. Aber irgendwelche Privatgespräche über, keine Ahnung, was, also, oder sehe ich das nur so eng? Naja. $18,41. Oh, dreimal Pfeffer oder was das war? Dreimal? Ja, dreimal. Quatsch, hier muss ich hin. $60,77. Danke sehr, beenden Sie bald wieder. $149,40. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Oh, Mensch. Ach Quatsch, hier Kasse. Mensch, ich höre das doch eigentlich immer. $11,60. Danke sehr. Sie bekommen nichts zurück. Danke sehr. $64,21. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Oh. Hundefutter. Wo ist der Typ, der mir dreimal gekauft hat? $209,55. Danke sehr. $0.07 zurück. Danke sehr. $44,59. Danke sehr. 1 Cent. Danke sehr. $4,50.
0 Cent, danke sehr. 16.000 Dollar haben wir. Hallo, der junge Mann. Na, nun komm. Halt, Karte. 155,30. Danke sehr. $189,86. Danke sehr. Level 87 sind wir. Gut, dann mache ich meine Kasse zu, wenn ihr nicht mehr wollt. Ich denke mal, dass ich den bestimmt brauche, ne? Ja, guck mal. Das ist mir fast leer. Nee, ich beende den Tatrick jetzt noch nicht. Ich will das ganze Geld noch kassieren hier von den Leuten. Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn ich den Tag beende, wo hier noch Leute drin sind, kriege ich das Geld dann sofort gut geschrieben, was die kaufen wollten? Wenn das einer weiß, kann er das ja mal reinschreiben. Oder ich teste es einfach mal. Jo, einmal Kaffee. Ja, ich musste ja wieder Epsilon drücken. Zum Sortieren. Ja, komm, den einen schenke ich mir. So, der schwarze Kaffee. Schnapp ich mir den Burschen noch. Okay, lass mir den Quatsch. So, was brauchen wir noch? Brot. Ne, das war hier. Hier sind wir voll. Gut, ich würde sagen, ich bestelle noch ein bisschen was. Ne, warte mal, wir schließen den Tag erstmal ab. Ja, 8000 Profit. Supi. Das waren kleine Päckchen, ja. Mehl weiß ich jetzt gar nicht. Gucke ich nachher mal gleich nach. Brot. Aber wir sind schon wieder bei 29 Minuten. Ich denke mal, das reicht. Ich werde ihn noch ganz schnell einräumen lassen. Ich kaufe noch schnell ein. Da müsst ihr ja nicht mehr dabei sein bei diesem ganzen Gepiepe und Geklicke hier. Und sobald ich den Laden wieder aufmachen kann, sehen wir uns wieder. Tschüss.